Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Core LP 100, der, musste nochmal gucken, ob meine Tonspur wieder übersteuert, mit der Zeit dran. Tut mir leid für die letzten vier Parts, da hat irgendwas an meiner Soundkarte nicht gestimmt, da waren Regler leicht verdreht. Man muss auch irgendwie sagen, diese Soundkarten sind von der Konstruktion her ziemlich anfällig dafür, dass sich ein Regler verdreht, und wenn das passiert, dann übersteuert meine Kommentarspur. Nun ja, ich hoffe, ich rede bewusst etwas gediegener dieses Mal und habe auch natürlich ein bisschen rumkonfiguriert und getestet und hoffe, dass es diesmal besser ist. Wenn nicht, tja, was soll's. Wir sind in Uncharted 4, A Thief's End. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben unseren Bruder wieder gefunden, nachdem wir schiffsbrüchig geworden sind. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns doch einfach mal auf den Weg in wilde Abenteuer in den Dschungel zu zweit. Affen? Nathan, it's this way. What? Ich wollte jetzt gerade hier oben lang gehen. Really? Ach ja, Tatsache. Das ist schon alles schön hier, ne? I'll be damned. Off to a good start. Yeah, let's just hope the rest of it isn't buried under centuries of dirt and rock. Glass half full, if you please. Yay, das Glas ist halb voll. Wuhu! Okay. Was ist hier los? Nischt. Okay. Unter anderem werde ich mich, wie ihr seht, heute auch anstrengen, einfach mal wieder ein bisschen besser zu spielen. In der letzten Aufnahme hatten wir nämlich tolle, tolle Setpieces und ich habe es jedes Mal richtig verschissen, habe ich das Gefühl. Vielleicht fällt es das gar nicht so extrem auf, aber mir halt. Deswegen will ich mich heute mal wieder ein bisschen anstrengen. Ach, ist das schön hier. Guckt euch das an. Lasst die Atmosphäre auf euch wirken. Ach, guck mal hier. Kommt da nicht rein? Oh, schön. Mensch. Oh, bereit zum Installieren. Toll. Gerade eben hat es die ganze Zeit nicht richtig runtergeladen. Sie können jetzt auch ohne Update weitermachen oder warten, dass der Ladebalken sich 3 Minuten lang nicht bewegt. Nun ja, ihr könnt euch vorstellen, was ich gemacht habe. Sam, up here. I'm coming. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist nämlich schon wieder 2-3 Tage her. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Well, no one's home. This place has seen better days, huh? Yeah, the roof could use some work. Let's just hope it doesn't come down on our heads. Let's just hope it. Na komm, da kann man doch drüber durch. Also ich bitte dich. Das ist ja eine Farce. Sam, this way. Ah, yeah, that's not happening. Hm. Ärgerlich. Hey, Nate, there's a way through here. Toll, wie sie das mal so designt haben, dass man in 100% der Fällen erstmal dran vorbeiläuft. Finde ich cool. Dann wirkt es nicht so streng linear. Da sind ja Spinnenweben. Ich will nicht weitergehen. Spinnenweben standen nicht im Vertrag, Mann. Ja, manche von euch werden es wissen. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Yep, some honest to God masonry in here. Where those masons come from? I mean, your average ship might have some good carpenters among them, and coopers. I'm masons. Okay, ich folge einfach meinem Instinkt. We have one. Shut your mouth. Serious? Yeah, yeah. It's on the boat with the rest of our stuff. thanks. Ah, nee, das ist echt bloß hier ein bisschen Crap. Au. Oh, sorry, Nathan, sorry. Ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Kann das sein? Bist du, Brother? Geh mal hier hoch, hä? Darauf willst du wahrscheinlich hinaus, Mister. Ich bleib mal da oben. Oh. Nee, will er nicht. Ja, what the hell? Wo geht's denn dann hin? Da. Da oben auch nicht.
Da oben auch nicht. Ja, sag mal, was? Was sehe ich hier gerade irgendwas nicht? Zeig mir den Weg, Spiel! Was checke ich hier denn gerade nicht? Wo geht's denn hier lang? Au. Brother? Oder hängst du da oben? Ach so. Come on. Hier muss man tatsächlich nicht hin. Ich Idiotenhammel. Ach, guck. So einfach ist es. Ach, finde ich schön, dass hier gerade ruhig ist. Yeah, you said it. Hey, there's a way out. It's too high, even for a boost. Let's find something to stand on. Das ist echt Scherz, ne? Also Naughty Dog, was war da los? Habt ihr das mit Absicht so gemacht und jedes Mal gekichert, wenn es zu so einer Situation kam? Jetzt war meine Kiste mit Rädern. Also das ist ja lazy ohne Ende. Warum fällt mir das dann hier so extrem auf? War das in den anderen Uncharted-Spielen auch schon so? War das in Last of Us so? Ich habe keine Ahnung. Es kommt mir auf jeden Fall extrem, extrem faul vor. There's a crate. I got an idea. Ja, ich glaube, ich habe auch eine Idee. Here we go. Heads up! Alright, we're in business. Ja, einfach. Shit. You're gonna want to see this. Okay. What do you see? No houses. Wide street. Clearly a commercial district of some kind. Yes, thank you for that, Nathan. Come on. What do you see? You just want to hear me say it, don't you? Really want to hear you say it. All right. Libertalia. Libertalia! The long-lost legendary pirate utopia discovered after 300 years by one Samuel Drake. And his younger, slightly less charming brother who happened to be tagging along for the ride. You know, I always knew you'd make something of yourself one day. Yeah, just so you know, it's not my first lost city. You should just enjoy the moment. Irgendwas in Nathan ist kaputt gegangen. Where you want to start? How about that building right over there? Oh, you mean the one with the massive guard tower? Yeah, I say we go see what it was guarding. Works for me. Okay. I'm speechless. Holy goddamn shit, Nathan! That's your idea of speechless? God, how long do you think it took them to build this place? Years. Decades, even. How the hell did they keep it a secret all that time? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich auch genau... Place. I mean, even without the treasure, this is quite the find. Weiß ich mich auch gerade gefragt, das ist ja alles recht offen hier, da ist doch sicherlich schon mal ein Flugzeug drüber geflogen. Oder mit Satelliten haben sie das gesehen, oder keine Ahnung. If only Alcazar saw it that way. You just can't let us enjoy this, can you? I'm enjoying it. But we have a goal here, remember? Trust me, I know about the goal. That's all I'm saying. Okay, then. Okay, hoffen wir mal, dass wir hier tatsächlich alleine sind und gucken uns doch einfach mal um. Das Haus hier in der Mitte interessiert mich nämlich schon mal. Bevor wir selbstverständlich nach da hinten wandern, schauen wir uns erstmal hier um. Oh! Ist da jemand? Da ist da jemand. Ist das ein Stuhl? Ein Stuhl. Not a bad view. Hey. Cheers. Yeah, cheers. What were they doing here? What, with colonists? Yeah. I mean, you throw your lot in with these infamous outlaws, then what? You know, take a load off,
find some refuge, enjoy a little grog. It's far worse fates. Yeah, I guess. Except you have to see Avery's statue every day. Hey, you ever wonder, like, with different choices, how we might have ended up? I mean, like, you taking your magic show on the road? No, that was an option. I was good. It was not a viable option. What, you know what? You're just jealous. You always were. No, but I mean, what would our lives have been like if we hadn't started by chasing these people who've been dead for hundreds of years? You think it would resemble more of a normal life? Normal. You've got everybody gathered around the table for Thanksgiving, exchanging all the baby photos, something like that. No, thank you. Not for me. I like the hand we've been dealt. Yeah, heard that before. Come on, we're fortunate, man. This is fortunate. Yeah, I mean, of course, I've been locked up for the last 15 years, so it's all relative, I suppose. All right, well, I'll give you that. This is much better than prison. Well, my mug's run dry. Yeah, I was about to say, service here is lousy. Nun denn, erkunden wir weiter. Ich find's ehrlich gesagt toll, wie sie es gestaltet haben, dass man gerade gar nicht so diesen Wow-Effekt hat, als wir diese Stadt gefunden haben. Sie haben da voll reingespielt in diese Situation, in der sich Nathan befindet, in der er eigentlich merkt, scheiße, der Dreck hier ist mir eigentlich Wurst. Ich war angekommen, auch wenn ich es nicht sehen wollte. Jetzt hat er Elena verloren, jetzt ist er hier und jetzt merkt er, doch nicht so geil, wie ich es mir gedacht habe. Und das finde ich fantastisch designt, fantastisch. In den vorherigen Teilen war es immer dieser Moment, als man in der finalen großen irgendwas angekommen ist. Auch wenn ich natürlich nicht weiß, ob das hier die finale große irgendwas ist. Oder ob wir überhaupt irgendwas finden. Sieht nämlich echt super hoch entwickelt aus dafür, dass es so eine alte Stadt ist. Was hier alles gelagert ist und so. Oh, hier ist was zum Anschauen. Naja, dann mach's gut, komische Büchse. Büchse und Dose gleichzeitig, wollte ich sagen. Duchse? Büse? Wahnsinn. Dummer Koalp. Locked. Of course. Of course. Okay. Was haben wir sonst für Möglichkeiten? Digga, hier ist zu. Komm nicht hoch, mach dir keine Arbeit. Oder wir können's vielleicht auch zusammen aufbrechen. Diggi? Guck mal, da wollen wir rein. Ist dir egal, ne? Ja, genau. Dreh wieder um. Zeig mir, dass hier nichts zu holen ist. Oh, guck mal, zum Heilen. Hey Sam, check it out. It's like a pirate code of conduct. The whole point of this place was not having rules. Even pirate ships had their own rules. Gruselig. Nebeldunst. Wow, Mann, hier gibt's so viel zu erkunden, diese ganzen Häuser mit den mehreren Stockwerken. Schau ihn an. Sie haben einen Schatz gefunden. Und er trägt keinen Namen. Hey, look at this. There were families here. Yeah, so where the hell did everyone go? Yeah. Are they all raptured or something? Everybody's gone to the rapture.
Der Vorname. Captain Avery. I was wondering when you'd turn up. Allerdings ist ja auch seine Stadt hier, sozusagen, hä? Da muss er irgendwo sein. Okay, kann man hier rein? Ja, hier kann man rein. Oh toll, wie weitläufig das alles ist. Da könnte ich mich stundenlang drüber freuen. Echt. Was haben wir hier? Das will ich haben. Ich will... Schade, das ist echt manchmal nur zum Angucken, ne? Das wären so Schätze, die würden mir gefallen. Wisst ihr, erkunden und anstatt so eine blöde Vase zu finden, die niemandem was bringt. Es gibt sogar eine Pirate-Utopie, die ein Ort Riff Raff. Kannst du dir vorstellen, wer Piraten in die Prison gebracht hat? Das ist ein bisschen hypocritisch, nicht wahr? Piraten haben eine Jail? Ja, ich glaube, jede Gruppe hat ihre Assholes. Ja. Was ich sagen wollte, sowas dann zu finden. Nicht so eine doofe Vase, die ich dann drehen und mir angucken kann, sondern so ein Ding und dann ein Rätsel draus machen, das Teil aufzumachen. Das wäre geil. Das wäre ein Funde, dafür würde man auch erkunden. Das hätten sie etablieren müssen. Ich weiß, ihr stimmt mir zu. Because I'm right. Like so oft. Right like so oft. Okay, hier waren wir doch schon mal drin, ne? Ne, waren wir noch nicht. Ja, Wahnsinn. Oh. Gut, hat sie erledigt. Hier hinten vielleicht. Auch, schau ihn an. Habt ihr noch eine Orientierung? Ich weiß nicht, wo wir sind. This way, follow me. Oh, schau ihn an. Na. Buddy. Come to me. Warte mal, komm. Das hier ist es doch. This way, follow me. Und dann geht's nicht weiter. What? Oder müssen wir da runter? Ah, hier, hey, Sam, komm mal. Come here. This looks promising. Right behind you. Deswegen hat's... Hey, guess we're not going back that way. Okay. Deswegen hat's so geknarzt, um zu signalisieren, hey, vielleicht mal unten drunter gucken. Wir spielen schon wieder 20 Minuten. Es kommt mir vor wie 2. Es ist... Ah, dieses Spiel. Wie in The Last of Us. It's like a hideout of some kind. Yeah, but who would they be hiding out from? Themselves? Das sieht aus, als hätte trotzdem schon mal jemand diese Stadt durchkämmt und die haben sich hier unten versteckt, oder? Look at this. Looks like the layout of the commercial district. Boom, there's our treasury right there. See, there's the tower. What were these guys up to? Jetzt wird's interessant. Yeah. Hey, have a look at this. What's this symbol? I saw a few of them when I was coming to find you. Who's marking these places? Is that another sigil? Maybe there was trouble in paradise. Secret society or rebels? Okay, was sollte ich mir hier jetzt angucken? Du hast mich doch gerufen, oder? Fatty McFat. Ist das hier alles? Jetzt gehen wir hier wieder raus, oder was? Nee. Komm, du wolltest ja irgendwas von mir. Sag was. Ist das eine Guillotine? Eine kaputte? Nee. Ach, eine Leiter. Das ist nice. Wow. Sag mal, sind wir hier nicht in einem Haus oder so? Wir gehen erstmal nach links. Gucken wir uns mal an hier. Modest little church. Oh, eine kaputte Church. That's our way out of here. Okay, there we go. I see some light down below. Holy fuck. Holy shit. Hey! I found more of the colony. What? Das hat nicht gereicht? Na gut, was soll's. I found more of the colony, hat er gesagt. Ja, erschreckend viel mehr sogar. Aber...
seen us yet. Just keep it that way. All right. Keep your head down. Just about tell you the same thing. Yeah, yeah. Okay, das wird nicht einfach, liebe Freunde, aber wir versuchen unser Bestes. Huch, nicht irgendwo festhalten, das ist gefährlich, Nathan. Genau. Komm mal her. Komm mal her, Schlüppi. Komm, dein Kollege kommt auch runter, der ist mutiger als du. Scheiße, den Typen da vorne hätte ich gern. Warte mal, eine Granate will ich schon. Okay. Wo sind die Slash-X? Ich hätte sie markieren müssen, ne? Das wär sehr viel klüger von mir gewesen. Ist hier irgendwo oben einer, der mich sehen könnte? Ja. Da ist er. Dreh dich mal weg. Wait. Shh. I saw something. Be careful, Bruce. Oh. Oh, das war sehr knapp. What was it? It's gone. Whatever it was. Es war der Kaugummi an deiner Schuhsohle. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. What you got? Hey, you there? Nothing over there, eh? Oh, über uns. Na komm. Lauft alle in euer Verderben. Schwein. Okay, dann ist es halt so. Hä? Ach, das ist unser Bruder. Okay. Running? Okay. Ist da jemand? Nee, ne? Wo sind die denn alle? Wenn ich gerade nicht so krasse Orientierungsstörungen hätte hier. Hier oben waren die doch gerade, oder? Sehe ich da noch irgendwo einen? Nee, ne? Sam? Aber in diese Richtung da wären wir ungefähr... Oh! Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja der Felsen, den wir die ganze Zeit vom Weiten sehen konnten. Der sieht schon geil aus. Ich mag den. Okay, passt auf. Wir versuchen jetzt Folgendes. Wir gehen hier durch. You're gonna find shit. I'm gonna find you first. Wherever you are. Crap, more shoreliners. Maybe our boys picked them up already. They would have called it in. I don't like this. Keep your cool. Keep your eyes open. Okay, immer vorsichtig bleiben. Huh. Oh, den müssen wir wieder zweimal, sonst wird das nix. Aber das kriegen wir hin. Wenn der sich einfach mal wegdreht, haben wir ihn. Digga. Okay, ich nehme seine Kondor und dann geht's ab. Okay, okay.
No. Okay, mich hat dann ein bisschen erschrocken, dass da doch mehrere standen, als ich vermutet hatte. Deswegen jetzt ein bisschen angestellt. Crap, more shoreliners. Okay, vielleicht macht der Typ hier ja diesmal trotzdem. Ja, ja. Nathan. Ja, genau, geh in meine Deckung, du Arschloch. So. Gut jetzt. Ist eine andere. Ich weiß ja, dass du da bist. Ich hab dich da schießen hören. Schwein. Was ist? Ach, der steht da unten. Ach, das ist ja ein Schwein. Okay, warte mal. Müssen wir hier vielleicht lang? Müssen wir lang. Or? Ach, guck mal. Können wir angucken. Ich glaube, wir haben es echt geschafft. Das war zufällig die richtige Route. Nee, wir sind nicht clear. Bin einfach an ihnen vorbeigelaufen. Sorry, naja gut, aber ist, das Ergebnis spricht für sich, ne? Franklin, vergib mir. Ich habe es gestern Abend in der Gegenwart unserer Familie nicht gewagt, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte ihnen keinen Kummer bereiten. Seit einigen Tagen habe ich meinen Cousin Jack nicht mehr gesehen und gehofft, du weißt vielleicht, wo er sich aufhält. Im Gefängnis habe ich bereits in den Einfriedungen und Zellen nachgeschaut, wäre nicht das erste Mal, dass man ihn dort in Gewahrsam hätte. Fand aber nur die üblichen Trunkenbolde vor. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist, aber niemand traut sich, darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen. Ich fürchte, es hat es was mit dem Treffen unter der Kirche zu tun, an denen ihr beide zu jedem Halbmond teilnehmt. Sie sind ein offenes Geheimnis und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründer Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sag es mir, falls du irgendetwas gehört haben solltest. Matthew, klingt so, als hätten die Gründer diese Stadt hier regiert, aber da ist irgendwo, ja, wie eine Art Rebellion oder so ausgebrochen. Interesting. Tja, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Damit haben wir den heutigen Part schon hinter uns gebracht. Ich weiß, war ein bisschen gediegen, aber so eine Stadt erkundet sich ja nicht an einem Tag, ne? Wir spielen Uncharted 4, A Thief's End. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Es macht immer noch erheblichen Spaß. Ich hoffe, dass der Ton diesmal richtig ist. Ich werde es, glaube ich, gleich mal ausprobieren. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder bei Uncharted 4. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.